Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham City. Wobei wir jetzt ja gerade gar nicht wirklich mit Batman unterwegs sind. Wir erinnern uns beim letzten... Kannst du mal bitte ruhig sein, während ich meine Anmoderation mache? Ist mir völlig egal, was mit Strange ist. Beim letzten Mal, da wurde Batman ja gefangen genommen, kurz vor Schluss vom Joker. Und dann sind wir irgendwie direkt zu Catwoman rübergesprungen und das irgendwie, wir... wirklich wissen, was da jetzt passiert ist, und der Plan war, glaube ich, dass wir, jetzt quatscht er mir schon wieder dazwischen, das ist ja schlimm, dass wir da hinten hinkommen, wo gerade so die Pfeile runterkommen. Das ist mir eben erst aufgefallen, dass da immer so Pfeile hinzeigen, auch im Spiel. Sehr hübsch eigentlich. Wo wir denn als nächstes hin müssen? Zu ihrer Wohnung sollen wir nämlich irgendwelche Ausrüstung besorgen oder so. Mir ist gerade beim kurzen Aufnahmetest irgendwie schon aufgefallen, dass sich die Bewegung mit ihr doch ein kleines bisschen von der unterscheidet, die man mit Batman normalerweise hat. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Denn dann hängen wir hier so an der Wand und dann müssen wir da so komisch hochklettern und so. Es gibt kein Gleiten oder so, sondern man springt einfach hier runter und dann kann man da drücken, bevor man auf den Boden fällt. Ich weiß nicht, was es zu spät da heißt, was da gerade aufgeleuchtet ist. Sehr faszinierend, okay. Ich möchte mal gerade hier runter, da unten waren nämlich Gegner. Und ich möchte eigentlich mal gerade... Uppala, hallo? Was war das denn? Lass mich nachdenken. Hilfe. Vielleicht war Catwoman, ich wollte Leute verhauen eigentlich gerade. Wirklich? Ja. Ach, da unten sind sie. Okay. Sie wollte, Sprungangriff, das klingt doch gut. Im Ernst? Wieso habe ich da wohl nichts mitgekriegt? Zack. Rums. Das sah schmerzhaft aus, aber... Bam, wir haben jetzt den tollen Finisher wieder. Komm, gib ihm... Rums. Das sah schön aus. Wer redet da überhaupt noch? Sind doch eigentlich alle tot jetzt, oder? Sie hat auch hier so eine komische Sicht, ist mir gerade aufgefallen. Sieht auch sehr interessant aus. Was ist das denn da? Kann man da irgendwas... Sprung zur Decke. Okay. Öffnen? Guck mal, eine Riddler-Trophäe. Das ist schön. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert hier. Öffnen? Aha, okay. Und jetzt hänge ich hier an der Decke, oder wie? Das ist ja sehr interessant. Lass mich mal wieder runterfallen. Ich wollte nämlich eigentlich gar nicht an der Decke rumeiern. So, jetzt muss ich da irgendwie wieder hoch. Und das ist irgendwie mit Catwoman immer so ein bisschen... so ein bisschen faszinierender. Komm, hüpf da hoch. Genau. Sehr schön. Wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Moment, die Wohnung ist die da vorne? Ist das da? Muss ich da vorne hin, ja? Zack. Na komm, kletter hoch. Sind wir hier richtig? Auf jeden Fall in die Richtung sollen wir. Ist das das da? Okay. Jetzt erklärt er mir gerade noch, wie das funktioniert hier tatsächlich. Oh, da unten ist einer. Hallo. Kann ich den Kampf ausschalten? Was ist denn Kampf ausschalten? Kann ich den nicht hier so Decke ausschalten oder so? Mach mal. Hopp. Sie ist hier. Nice. Hupala. Autsch, da habe ich erstmal wieder einen mitgekriegt. Ich muss erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. Ja, genau. Gib ihm einen. Bam. Nein, du kriegst auch auf die Fresse. Ich muss mal irgendwie zusehen, dass ich die Kämpfe irgendwie ein bisschen... Oh, 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 er kommt, nein. Okay, Konter. Dass ich die Kamera ein bisschen ordentlicher... Oh, oh, ouch. Ein bisschen ordentlicher im Kampf drehe. Ich komme gerade gar nicht klar darauf zu quatschen. Weil sonst sieht man nur sowas hier und das ist sehr eigenartig. Das bringt nicht viel, das ist sehr unhübsch. Wenn die Kämpfe schon so schön... animiert sind, dann sollte man das vielleicht auch irgendwie zeigen. So, da oben sind ganz viele Katzen. Aha, sieh mal einer an. Apartment schön betreten, mach das doch mal. Das Apartment grenzt auch zufälligerweise direkt an Arkham City an, ne? Ist selbstverständlich. Was ist das? Fußnagel. Nee, Fußangeln. Entschuldigung. Eine Antipersonenwaffe, die auf den Boden geworfen werden kann und jeden, der darüber läuft, bewegungsunfähig gemacht. Und wie hilft uns das jetzt gegen Poison Ivy weiter? Ich kann mir das irgendwie gerade nicht vor... Ah, okay, wir haben noch mehr. Bolas. Eine Projektilwaffe, die eingesetzt wird, um Gegner umzustoßen. Nutze die Schnellfeuersteuerung, um während des Kampfes 3 Bolas einzusetzen und dabei die Combo zu verlieren. Okay. Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das.
Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt. Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Aber gut, okay, wir sollen einbrechen. Da bei Poison Ivy da hinten ist das. Na, toll. Na dann, wollen wir das mal versuchen. Wir haben jetzt natürlich unsere ganzen Upgrades nicht, die wir normalerweise mit Batman so haben. Weil wir jetzt mit der guten... Da wollte ich eigentlich nicht hoch. Ich wollte da hinten hin, genau. Weil wir ja mit der guten Catwoman unterwegs sind und die hat irgendwie... Oh, was haben wir denn da? Die hat irgendwie eigene Upgrades aus irgendeinem Grund. Eigentlich ein bisschen nervig so. Mal hier so ein bisschen umgucken. Da vorne. Die lässt sich dann immer so runterfallen. Wenn man ihr sagt, flieg mal bitte nach da hinten hin. Okay, da so ungefähr. Das meine ich. Sehr faszinierend. Nein, eigentlich wollte ich... Oh, oh. Duck dich mal ein bisschen. Was ist denn hier runterklettern? Klingt gut. Kannst du noch mal... Kannst du noch weiter runterklettern? So, genau. Da möchte ich... Nein, ich möchte... Da möchte ich nicht hin. Ich möchte woanders hinspringen. Manno. Das ist ungünstig jetzt. Ich würde gerne nämlich mich woanders dranhängen. Geht das vielleicht, wenn ich mich hier falten... Wachst! Ich möchte doch nur da vorne dran. Genau, da möchte ich gerne dran eigentlich. Können wir das mal... Ah, genau. Sehr gut. Ich wollte den Typen noch da hinten runterziehen. Das war von... Hallo? Oh, jetzt kann sie nicht weiter. Na toll. Na, ganz toll. Das war eigentlich nicht der Plan. So, wo sind die Gegner? Da sind zwei Gegner. Da hinten ist ein Gegner. Können wir den da hinten lautlos... Oh. Hat ja wunderbar funktioniert. Na gut, dann verhauen wir sie halt. Zack. Oh, oh. Irk. Oh, ich muss mal ein bisschen ouch aufpassen wegen meiner Kombos, die ich eigentlich gerne machen würde. Bock. Du wirst schon bald um Gnade Bock. Betteln, Kenner. Bock. Zack. Ich muss ja ordentliche Kombos sammeln hier. Zack. Bock. Und du kriegst... Ja, komm. Ja, erwischt. Jetzt habe ich leider kein... Ach, die sind alle schon tot. Okay. Ich habe das Gefühl, die macht ganz schön viel Schaden. Mehr als Batman beim Zuschlagen. Ich wollte jetzt eigentlich noch wenigstens eine 20er-Kombo machen, aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Hm. Weil die Gegner schon tot waren, ist auch sehr interessant. Was denn hier? Alles zugeschneit hier, der Pool. Oh, da oben ist eine Kamera. Na, das ist ja toll. Ich wollte gerade hier mal oben drauf gucken. Ich weiß, dass Poison Ivy ist da hinten, aber ich wollte mal kurz hier noch gucken, warum wir so... viele Leute sind. Habe ich da nicht gerade? Da sind welche. Ich habe welche gehört. Okay. Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Bolas? Hoppala, das ist es nicht. Ach, guck mal. Nee, das ist aber trotzdem nicht das, was ich gerne hätte. Ah. So kann ich die Dinger werfen. Flop. Catwoman ist hier. Das ist ja lustig. Was ist denn jetzt hier? Nee, das ist es nicht. Was war denn jetzt hier dieser Schnellfeuer? Hoppala, Schnellfeuertaste. Ich weiß es nicht. Okay, dann halt nicht. Zack. Zack. Und oh oh. Na, das war wieder blöd. Irgendwie mache ich das immer, wenn dann gerade einer schon wieder aufsteht. Rums. Rums und zack. Aufs Maul. Und du kriegst auch noch einen mit. Bam. Ich meine, ich kann verstehen, dass das wehtut. Wenn sie... etwas hohen Schuhe in die Fresse kriegt. Das ist bestimmt nicht sehr angenehm. Du solltest noch gar nicht darüber springen. Gute Güte. Ja, und jetzt kannst du... Doch, ich wollte gerade sagen, jetzt kommst du nicht wieder da hoch. Was ist da? GCPD, okay. Oh, da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Sie tut nicht das, was... Das war ein crazy Sprung. Irgendwie tut sie aber trotzdem immer noch nicht das, was ich gerne möchte, dass sie tut. Hm. Komm. Kletter hoch. Zu spät, zu früh. Stehen wir hier drauf? Was ist da hinten? War irgendwas? Ich habe da was gesehen. Ach, guck mal, das ist ein Riddler-Symbol für Batman. Nein, das bringt mir nicht so viel. Da vorne steht einer. Sehe ich zufällig. Ja, komm, kletter schon da hoch. Da hinten, den meine ich. Eckendeckung. Oh. Oha. Die feine Dame, na gut. Der hat sogar eine Waffe. Das ist natürlich ungünstig. Na, was haben wir denn da, Feines? Seltsame, völlig fehlplatzierte Pflanzen. Check.
Willenlose hypnotisierte Handlanger, check. Der ach so subtile Duft faulender Kürbisse, check. Sieht aus, als hätte ich den Eingang zur Ivys Höhle gefunden. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass hier halt diese Dudes rumlaufen, die irgendwelche Waffen mit sich rumtragen und komisch stinken offensichtlich. Die haben zumindest so Rauch... da kommt einer. Die haben zumindest so komischen Rauch... Ah, Moment, da unten kann ich mich runterfallen lassen. Mach mal. So, genau. Jetzt könnte ich mich da doch wieder hoch, oder? Also zumindest... Wenn, oh, oh. Das hat ja super funktioniert. Lauf! Lauf weg! Oh, oh. Beeil dich! Ich mag da nicht wieder hin. Huch. Was, wie? Ist da auch irgendwo einer gewesen? Ich sehe da erstmal keinen. Okay. Scheinbar ist gerade doch keiner da. Das müssen wir irgendwie sinnvoller angehen, habe ich das Gefühl. Das funktioniert so nicht. Da hinten sind sie alle. Wie kriegen wir die jetzt da sinnvollerweise ausgeschaltet? Hier ist aber auch da unten alles unter Wasser irgendwie. Mit Chancengleichheit. Sogenannte Superkriminelle erhalten keine Sonderbehandlung. Okay. Nein, da... Scheiße, da wollte ich nicht hin. Hilfe! Oh, 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 oh. Das war blöd. Nein, kletter da irgendwo hin, wo du nicht beschossen wirst am besten. Mist, toll, der sieht dich doch gleich wieder. Das ist alles irgendwie ein kleines Problem. Die sind alle da hinten hinter. Vielleicht kann ich jetzt, wenn ich das clever anstelle... Oh, oh. Er kommt, er kommt. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist, hätte ich ihn ja runterziehen können. Na toll. Der da, wo... Oh, oh. Ah, komm, komm du mal her. Genau, komm mal her. Flop, weg mit dir. Kommst du auch? Er kommt auch. Awesome. Warum kann ich... Hier drüben, da ist kein Problem. Oh, oh. Oh, crap. Nein. Ach, was? Dirk. Oh, oh. Oh, oh. Nein, lauf, lauf, lauf. Verzieh dich. Nein, jetzt hüpf doch darüber. Rick, was macht die da eigentlich? Das ist ja schlimm. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht gerade. Eieiei. Ein sehr, sehr eigenartiges... Sehr, sehr eigenartiges Spiel mit Catwoman, muss ich ja einfach mal so sagen. Sehr ungewohnt. Na, halt dich doch da fest, Mensch. Eieieiei. Wenigstens verliert man davon kein Leben. Auf deiner Seite kriege ich auch gerade kein Leben, weil ich nicht toll irgendwelche Leute ausschalte. So, jetzt hängen wir hier wieder. Und werden wahrscheinlich gleich wieder gesehen, so wie ich das kenne. Oder? Na. City komm, 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 komm. Put, put, put. Nicht? Catwoman ist weg. Alles okay. Weg ist gut. Ich hänge hier ja noch. Die Gefangenen sind selbst. Genau, komm du mal her. Hallo, hier. Ach komm. Haben wir nicht irgendwie... Ich hätte diese komischen Fußnagelgeräte natürlich benutzen können. Das, naja, super. Ist jetzt ein bisschen spät natürlich. Was war das? So, einer weniger. Jetzt müssen wir nur noch... Irgendwie, jetzt klettern wir da hoch und dann können wir vielleicht, geht er da jetzt gucken? Ist der da? Der geht da gucken. So. Zack, weg mit dir. Eieieiei, das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. Aber immerhin, sie sind alle tot. Da komme ich so, ach so. Huch. Eieieiei, akrobatisch, akrobatisch. Da ist sogar noch eine Trophäe. Und dann kommen wir da so rein. Ja, okay. So kommen wir rein. Wir gehen auch durch den Vordereingang, selbstverständlich. Alles andere wäre ja langweilig. Das scheint ja irgendwie so geplant zu sein. Hallo, Ivy. Du bist du hier? Hättest nicht herkommen sollen. Ach, komm schon.
Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Worum geht's? Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Oh, toll. Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Oh, na lecker. Iiii. Oh, das ist ein großer. Okay, also hey, wie Tammy, ich dürfen wir jetzt Idee. Verhauen, ja? Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Vergiss diesen Voodoo-Scheiß. Zack. Und du kriegst auch auf die Fresse? Na, komm, gib ihm. Warum ist der Combo-Counter jetzt gerade zurückgedingst geworden? Glaubst du wirklich, dass Aua. Du Mutter Natur besiegen kannst? Ja, immer noch. Genauso wie ich das schon im letzten Teil mit Batman gemacht habe. Zack. Bock. Komm, da hinten. Jetzt. Oh, springen die doch an hier. Da kann ich mal einmal so ein Ausschalten machen. Aber nö. Sprung zur Decke. Oh, ach so. Jetzt hier Kampf auf mehreren Ebenen, oder wie? Können wir dem schon eine mitgeben? Die Natur hier? Ist schneller als du, Selina. Meine Sporen das werden deine Lungen füllen und dich von innen töten. Zweifle ich irgendwie. Komm, zack. Zack, zack. Eine Milliarde von Mikroorganismen würden dein Blut ein. Wieder nicht schnell genug gekontert. Aber du kriegst noch einen Konter mit. In deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. Und ihm können wir... Oh ja, toll, genau. Jetzt hat das wieder nicht funktioniert. Ich hasse das. Manchmal stehen die auch irgendwie schneller auf. Das war jetzt wieder eine sehr, sehr tolle Kameraeinstellung. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, komm wenn ich da du noch hoch? Atmest, sind wir da noch komm. Nicht fertig. Ah. Okay. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Komm, auf die Fresse. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Sehr gut, wir kriegen gerade eine... Mist, eine große Kombo zusammen, wollte ich sagen. Und dann werden wir natürlich von so einem blöden Mistding angegriffen. Ich weiß nicht, was das für ein Teil ist. Aua. Was sind das für Dinger? Aua. Vorsicht. Kann ich mich jetzt erstmal um diese komischen Teile kümmern, die mich da die ganze Zeit beschießen? Verdammt. Aua. Das ist nicht schön. Was tun die da? Warum... Ich kann mit denen leider nichts machen irgendwie. Oh, das sah ja athletisch aus, mein lieber Mann. Ach, guck mal, wer da steht. Kann ich ihr... Nein, ich kann ihr nicht deine eine Hilfe, hauen. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Du hängst öfters kopfüber, oder? Es hat ja wunderbar funktioniert.